war sehr spannend gewesen. Es kam natürlich auch während der Show und während der Show-Vorbereitung immer wieder neue Katastrophen auf uns zu. Wie zum Beispiel ein Model ist kurz vor der Show irgendwie 15 Minuten vorher noch ausgefallen, weil sie krank war und hatte auch mega Grippe. Und dann mussten wir ganz schnell Ersatz finden. Und was ging noch alles schief? Eine Hose ist noch gerissen während der Show, da muss man auch schnell Nadeln reinstecken. Kriegt man dann Panik? Ja. Ja. Und so Schweißausbrüche und dann sieht man total fertig aus, wenn man rauskommt und sagt, ah, danke. Und es wird einfach schon sitzt und richtig fertig. Was aber sonst war es sehr erfolgreich auf jeden Fall. Die Reaktionen auf unsere Kollektion waren eigentlich ganz gut. Also der Großteil der Presse hat uns gelobt und fand es ganz toll. Die Musik war toll und die Kollektion natürlich war wunderschön. Und also es kam sehr gut an beim Publikum. Es waren also zur Fashion Week dieser Saison kann man sagen, es waren sehr viele neue Designer dabei, die ein bisschen Farbe nach Berlin gebracht haben und neue Namen, die man jetzt mitbekommen hat. Neue Konkurrenz. Aber sonst war es eigentlich, glaube ich, ganz erfolgreich und auch ganz spannend für die Veranstalter zu sehen, was Neues dabei war. Die nächste Fashion Week wird ein Fest für alle Sinne.